So, hallo und herzlich willkommen heute bei mir auf meiner Seite. Ich möchte heute mit euch ein Thema durchgehen, und zwar das Thema der Übelkeit. Es gibt Situationen, wo Menschen einfach stärker entgiften, wie beispielsweise beim Frühlingsentgiften oder wenn sie sich dazu entschließen, ein 9-Tages-Fastenprogramm zu machen, dann passiert das, dass der Körper aufgrund dessen, weil er Fettzellen öffnet, um sie zu verstoffwechseln, geht aus dem Fett auch andere Stoffe, gehen andere Stoffe raus, Schadstoffe, Gifte und Schwermetalle. Jetzt kommen diese Stoffe mit in den Umlauf und belasten natürlich den Verdauungsapparat und die Leber, auch die Schleimhäute, dadurch auch der Verdauungsapparat. Und jetzt passiert das, dass die Leute das empfinden als Übelkeit, morgendliche Übelkeit oder auch tagsüber Übelkeit. So, was machen wir jetzt? Jetzt kann es sein, dass durch diese Übelkeit Erbrechen passiert. Das ist eine Form der Entgiftung. Es kann aber auch sein, dass ein Durchfall passiert, eine andere Form der Entgiftung nach unten. Das sind alles körperliche Reaktionen, um sich selber zu regulieren. So, was können wir jetzt machen, um den Prozess zu unterstützen, dass es leichter geht? Das Einfachste ist, viel heißes Wasser trinken. Abgekochtes heißes Wasser ist immer für mich die beste Lösung zum Entgiften und zum Programme unterstützen, wo wir entgiften. 4 Liter am Tag, mindestens 3, aber auch 4 Liter heißes abgekochtes Wasser schluckerweise über den Tag verteilt trinken. Dann merkt man, dass der Körper sehr gut reinigt, ausleitet, dann geht viel Giftmüll weg und dann fühlen wir uns auch wieder frischer und fitter. Dann geht es wieder. Das nächste, was wir machen können, wenn wir Probleme mit der Ausscheidung haben, wir können einen Einlauf machen oder ein Abführmittel nehmen, dass der Darm sich einfach ausleert. Dadurch ist viel Giftmüll weg und auch dann wird die Übelkeit leichter. Jetzt kann man natürlich auch, wenn wir einen Einlauf machen, können wir mit Wasser einen Einlauf machen oder einen Kaffee-Einlauf oder einen Öleinlauf. Ich habe ein eigenes Video über den Einlauf gemacht. Im Prinzip macht man einen Wassereinlauf, leert einmal den Dickdarm aus, also 1,5 Liter bis 1 Liter Wasser rein, dann aufs Klo gehen und ausleiten. Dann kann man nachher in den Enddarm, der jetzt frei ist vom Stuhl, da kann man jetzt einen Kaffeeeinlauf machen. Eine Tasse Bohnenkaffee einfüllen, liegen bleiben. Wichtig ist, auf der linken Seite einfüllen, dann auf die rechte Seite drehen, Seitenlage. Liegen bleiben für 15 Minuten, dann kann das gut wirken. Der Kaffee wird aufgenommen und gibt der Leber den Impuls, gut zu entgiften und auszuleiten. Vor allem, wenn man Kopfweh hat, ist das eine gute Möglichkeit. So, und der dritte Punkt ist, man kann einen Öleinlauf machen. Auch Öl ist basisch, bindet Schadstoffe und Gifte. Diese Gifte, die im Enddarm liegen, können durch das Öl gebunden werden und beim nächsten Klogang geht dann das Öl raus. So. Was gibt es jetzt noch für Möglichkeiten bei Übelkeit? Also, wichtig ist den Darm entleeren, Wasser trinken. Und was ich dann immer wieder noch auch bei mir selber mache, ist, wenn ich eine Packung probiotische Bakterien, die gedacht ist für einen Monat, wenn ich diese probiotischen Bakterien für mich in kurzer Zeit einnehme, also ich nehme sie höher dosiert, sodass ich die Monatspackung in 2 bis 3 Tagen aufgebraucht habe. Da gebe ich meinem Körper einen richtigen Impuls, dass sich die Darmbakterien ganz schnell sofort erneuern, weil so viele gute Darmbakterien kommen. Jetzt baut sich die Flora sofort um und es entsteht dadurch eine neue Stabilität in der Verdauung. So, was kann man langfristig noch machen? Wenn ich zu dieser Übelkeit langfristig neige, ist daran zu denken, dass ich möglicherweise Nahrungsmittelunverträglichkeiten habe oder dass ich die Leber belastet habe mit Abfallstoffen, mit Müll, mit Unverdautem, dass ich vielleicht deshalb darauf reagiere. Und langfristig ist bei einer Übelkeit daran zu denken, dass wir das tierische Essen weglassen, dass wir uns pflanzlich ernähren und dass wir uns gekocht ernähren und dass wir parallel dazu Nährstoffe einnehmen, die uns helfen, Gifte auszuleiten. Was gehört dazu? Gemüsesaft mit Saponinen, Mineralstoffkomplexe, grünes Material, grüne Gräser oder grünes Gemüse gemixt und Faserstoffe.
sind so die Klassiker. Abgesehen von den Darmbakterien, die Gifte binden, kommen diese Produkte noch dazu. Das kann man langfristig einfach für ein paar Wochen bis ein paar Monate machen, weil ich dadurch meine Darmflora wesentlich gesünder aufbaue und weil ich den Müll, der in mein Lymphsystem drinnen liegt, die Möglichkeit gebe, dass er ausgeleitet wird. So, also, ich wünsche euch viel Erfolg mit euren Programmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.